So, wir haben Dienstag, den 15. August. Jetzt bin ich hier wieder im Frankfurter Garten, vollgepackt mit einer großen Flasche Sonnenblumenöl. Die ist leer. Dafür habe ich jetzt eine Rückschlagventil gebaut. Vorsicht Kamera! Vorsicht Kamera, sage ich nur. Ich nehme hier gerade auf, ne? Nicht, dass Sie da zufällig ins Bild kommen und dann mich verklagen. Wegen Recht am Bild. So. Dann packe ich mal mein Werkzeug aus. Hier ist das Rückschlagventil. Das selbstgebastelte. Das habe ich von dieser Flasche abgeschnitten. Das war mal hier drauf. Da habe ich jetzt eine Kugel eingebaut. Die Dame ist jetzt wieder weg vom Waschbecken. Kann ich wieder zur Seite gehen. Ich habe sie gewarnt. Ich hoffe, dass sie nicht drauf ist. So, das ist das Rückschlagventil. Diese Kugel habe ich da eingebaut und da werde ich jetzt noch ein Loch bohren und dieses werde ich hier unten einsetzen. Hier unten in dieser Richtung. Das ist jetzt die Kunst, das zu bewerkstelligen. Jetzt nehme ich mal hier die anderen Utensilien schon raus, die ich wahrscheinlich alle nicht brauche, aber man muss immer ein bisschen was dabei haben. Das wird das Ganze nichts. Immer vorbereitet sein. Hier noch eine Valentina-Flasche, eine Granini-Flasche. Etiketten können wir dann abmachen. Bei diesem Teil habe ich festgestellt, wenn ich die so ineinander stecke, dass das sehr gut passt, ineinander passt. Das heißt, ich könnte das auch verlängern in der Höhe. Das sitzt recht stramm. Ich hoffe, das ist jetzt alles gut auf dem Bild drauf. So, haben wir hier noch den Akkuschrauber dabei. Wahrscheinlich wieder das Notwendigste vergessen. Hier sind Schläuche drin. Voll nüchtern. Oh, das ist richtig zu. Das war der Teichbelüfter. Da sind auch noch Materialien drin. Und meine Werkzeugkiste. Gut. Das war es jetzt erstmal fürs Erste. Gucken wir mal auf die Uhrzeit. 3:10. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dort hinten raus geht es in die Garnigheimer Straße. Das ist auch, oder fahre ich immer mit dem Fahrrad nach Hause, ne? Für den Fall, dass es jemand das wissen möchte. So, machen wir einen kleinen Schwenk vom Fahrrad aus. Hier ist der Springbrunnen zu sehen. Hier Ladywall ist gerade sehr schlaff. Sehr schlaff. Gut. 4 Minuten reicht. Bedanke mich.